um gegen die Kriegspolitik der Türkei gegen die kurdische Bevölkerung und den damit verbundenen Staatsterrorismus zu protestieren. Seit dem Morgen des 19. Augustes sind türkische Spezialeinheiten in den Nordirak, nach Südkurdistan, in kurdische Siedlungsgebiete vorgedrungen. Unterstützt werden sie dabei von NATO-Bombardements, von der türkischen Luftwaffe und von US-amerikanischen Aufklärungsdrohnen. Auch die Islamische Republik Iran hat der Türkei ihre Unterstützung im Krieg gegen die kurdische Befreiungsbewegung versichert. Wir sind heute hier auf der Straße, um unsere Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden, die unter der militärischen und polizeilichen Repression der türkischen Republik, der Islamischen Republik Iran, Syriens und des Irakes leiden. Wir sind hier, um unsere Solidarität und unsere Anerkennung für den Widerstandskampf, die kurdische Bevölkerung in der Türkei seit 30 Jahren gegen Besatzung, Krieg, Unterdrückung und Staatsterrorismus vorbringt. Wir sind auch hier, um die deutsche Regierung zu verurteilen, die mit Waffenlieferung an die Türkei und mit der Kriminalisierung der kurdischen Befreiungsbewegung hier in der BRD, die wir auch heute hier auf der Demo wieder gesehen haben, ihren Teil dazu beiträgt, die Freiheitswillen des kurdischen Volkes zu unterdrücken. Wir protestieren gegen das Verbot der Arbeiterpartei Kurdistan PKK hier in der BRD und gegen das Verbot des kurdischen Fernsehsenders Roj TV, was eine massive Einschränkung der Pressefreiheit ist. Wir sind hier im Geiste des Antimilitarismus, des Kampfes gegen Krieg und der internationalen Solidarität. Denn nur wenn die Menschen weltweit gemeinsam sich zusammenschließen und gegen Krieg, Besatzung und Profitstreben Widerstand leisten, wird es uns möglich sein, eine bessere, eine friedliche Gesellschaft aufzubauen. In diesem Sinne verurteilen wir auch die von der Türkei in der türkischen Bevölkerung geschürte nationalistische Pogrom- und Hetzstimmung gegen Kurdinnen und Kurden. In den vergangenen Tagen sind tausende Leute in der Westtürkei auf die Straße gegangen und haben Jagd auf Kurdinnen gemacht und Büros der kurdischen Partei BDP angegriffen. Auch hier in Europa rufen rechtsextremistische und nationalistische türkische Gruppen zur Demonstration an diesem Wochenende in Stuttgart, in Berlin, in Brüssel und in Wien auf. Morgen werden mehrere tausend türkische Rechtsextremisten hier in Kreuzberg erwartet und planen eine Kundgebung um 16 Uhr am Hermannplatz. Das letzte Mal gab es 2007 so eine Kundgebung von rechtsextremistischen türkischen Nationalisten. Im Anschluss an diese Kundgebung haben türkische Nationalisten mit Macheten, mit Schreckschusspistolen und mit Messern kurdische Menschen hier in Kreuzberg, hier auf dem Kottbusser Damm, durch die Straßen gejagt und eine kurdische Moschee angegriffen und am Kottbusser Tor versucht, ein kurdisches Sportwettencafé anzugreifen. Wir rufen alle Kreuzberger und Kreuzberger auf, alle Antirassisten, alle Antifaschisten, sich hier morgen zu versammeln und den türkischen Rechtsextremisten nicht den Kiez zu überlassen. Denn für uns ist ganz klar, egal ob MPD, egal ob Boskop, Schulter gegen Faschismus, es lebe die internationale Solidarität, frei für Kurdistan, Antifa, der International.